Hallo meine lieben Zuseher und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 8.5.2018. Wir sprechen heute über ein ziemlich kontroverses Thema, nämlich das Interview von Dr. Julian Horst, wo er wirklich nur in sehr geringem Ausmaß IOTA gefrontet hat sozusagen und eben seine Bedenken an IOTA geäußert hat. Aber die Stimmung in der IOTA-Community ist wie gewohnt sehr hitzig nach dieser Aussage. Ich gebe euch kurz meine Meinung, was ich davon halte, was ich von der Aussage von Julian halte, und gebe euch auch meine Meinung als kritischen, sehr kritischen IOTA-Investor, dem auch ein paar Sachen an IOTA nicht passen. Ich bin ja jetzt auch seit dem neuesten in IOTA investiert, verfolge IOTA natürlich schon länger, aber habe erst jetzt rein investiert, da ich immer schon mein Portfolio hatte, meine Coins, und ich immer der Meinung war, dass ich nicht überall dabei sein muss. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt eben die Möglichkeit, dass ich ein paar Ether frei hatte, und ich habe einfach diese Swings in IOTA gesehen, wo wir wirklich den Bounce hatten von 95 Cent auf 2,50 $, und deswegen habe ich mich auch entschieden, in IOTA zu investieren. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Davor noch ein kurzer Exkurs zu dem Video von gestern. Ich habe gestern dieses Video gemacht, wo ich am Anfang diese kleine Verarschung von Brosap gemacht habe, von CryptoNerd, und die Leute haben mich irgendwie, ein paar Leute zumindest, irgendwie so als schlechten Mensch dargestellt, der irgendwie ja, den zum Mobben aufruft und irgendwie für die Dislikes verantwortlich ist. Ich habe diese E-Mail geschrieben vor knapp 7 Tagen. Hey, eigentlich wollte ich unter deinem Video die Leute mal dazu auffordern, das Disliken sein zu lassen, aber du hast mich anscheinend blockiert. Hab bei der E-Mail nie was zurückbekommen. Seht ihr das Kommentar? Ich könnte euch das Ganze kurz durchlösen. Drückt am besten Stopp. Das habe ich unter diesem ICO-Video geschrieben. Also ich bin jetzt nicht so ein schlechter Mensch, wie ihr mich vielleicht darstellen wollt. Also ich habe auch kein Interesse an diesem stumpfen Hey, dieses Disliken die ganze Zeit ohne Grund. Aber das Video von gestern mit diesem TA, ja, Front, das war einfach ein abgezielt auf uns oder auf mich direkt, auf alle TA-Freaks unter uns, und das kann ich einfach auch nicht so stehen lassen, vor allem wenn ich selber dazu bedacht bin, irgendwie das Ganze aus der Welt zu schaffen, aber einfach keine Antwort bekomme. Ja, seht ihr das? Also ich bin nicht so schlecht, wie ihr mich darstellen wollt, und ich bin auch nicht interessiert an irgendwie an irgendwelchen stumpfen Hate-Geschichten. Aber ich würde sagen, das reicht, und wir fokussieren uns jetzt aufs eigentliche Thema, nämlich IOTA. Was hat Julian gesagt? Julian hat einfach nur ganz kurz, zwar glaube ich eine Minute lang oder so, seine Bedenken bezüglich IOTA geäußert, vor allem bezüglich Red Flags, Zentralisierung und so weiter, und da muss man Julian halt auch einfach recht geben. Ich finde, Julian hat dazu recht unbrauchbaren Hate bekommen, auch in den Kommentaren direkt. Ich finde das immer mega sinnlos von der IOTA-Community, dass man immer so überhitzt reagiert. Wir sind doch keine Fußballfans, dass wir wirklich uns gegenseitig beefen müssen, welcher Coin denn gerade besser ist. Ich freue mich für alle, wenn irgendein Coin durch die Decke geht. Ich freue mich für EOS-Hodler, ich freue mich für Ripple-Hodler und ich freue mich auch für Bitcoin-Cash-Hodler, wenn die Leute den Coin gut finden, die machen damit Geld. Warum sollte ich da mich irgendwie aufregen? Und das ist irgendwie so, egal was man gegen IOTA sagt, man wird dafür immer gehatet. Egal was, ja, ist immer dasselbe, und auch die Hype-Geschichten in der IOTA-Community, wirklich jede Kleinigkeit wird so unfassbar gehypt. Ich finde das mega cool, dass ihr so aktiv seid und dass ihr den Coin so pusht. Auf gar keinen Fall habe ich da was dagegen, aber ich bin jetzt selber auch in IOTA investiert und ich verstehe das einfach nicht, warum man sich immer so über andere Coins stellen muss und irgendwie IOTA einfach so dermaßen in einen Gott-Status zu stellen muss. Das sind meine Hauptprobleme in der ganzen Geschichte, und deswegen wollte ich das auch kurz ansprechen, da ich jetzt ja auch selber in IOTA investiert bin. Warum ich an sich in IOTA investiert habe: ich habe ähnliche Ansichten wie Julia. Ich sehe bei IOTA diese krassen Swings, und ich habe bei IOTA ja auch unter 2 Dollar noch rein investiert, was mir jetzt schon einen unfassbaren Return on Investment ja gesichert hat, und wir hatten ja auch IOTA vor kurzem noch bei 95 Cent, und das ist wirklich ultra krass. Wenn man sich bedenkt, wie viel Return on Investment man in dieser kurzen Zeit rausholen konnte, nur mit einem simplen IOTA-Investment, einfach nur Buy and Hold, ohne Trade, ohne irgendwas, März rein, und da hätte man jetzt irgendwie, keine Ahnung, natürlich je nach Summe einen 2-3 Wochen Urlaub rausholen können, einfach so, ohne dass man wirklich viel beachtet. Das finde ich mega krass bei IOTA, diese Swings, das ist wirklich 150% oder so, ultra heftig. Was ich bei IOTA fundamental gut finde, ist natürlich, ihr wisst, ich bin immer der mit dem Finger zeigt, was Skalierung betrifft. Ich habe riesen Skalierungsprobleme bei Ether, bei Bitcoin, das habe ich glaube ich schon 1000 Mal angesprochen, auch in Bezug auf EOS, Cardano und so weiter. Skalierungsprobleme ist das, was uns bezüglich Kryptowährungen den Nacken noch brechen könnte, weil wir einfach da immense Schwierigkeiten haben. Ich weiß, Ether schafft zwar ein wenig mehr mit Bitcoin, aber es ist auch nicht gerade berühmt, wenn man das mit anderen, ja, Institutionen vergleicht, unter anderem Visa und so weiter. Ihr wisst ja die ungefähren Transaktionsanzahlen. Was natürlich bei IOTA außergewöhnlich ist und was auch Julian gesagt hat und was es so einzigartig macht, ist natürlich diese Tangle-Struktur. Tangle-Struktur ist natürlich der Blockchain in gewissen
Teilen vorzuziehen, außer diesem zentralen Aspekt, wo wir jetzt gleich noch dazu kommen. Es braucht natürlich keine Miner in der Tengel-Struktur wie bei Bitcoin und die Transaktionen können so auch parallel bearbeitet werden. Und wenn das Ganze natürlich alles so durchgeht, wie es dann geplant ist, ist IOTA auch im Endeffekt 100% dezentral, sprich in der Zukunft, sollte es sein, wenn wir dem DES vertrauen können. Es gibt dann auch keine Miner mehr, kein Proof of Stake und so weiter und so fort. Und was natürlich auch bei IOTA dieser Riesenvorteil ist und was ich ja auch immer wieder höre von den IOTA-Hodlern, ist, dass IOTA quantensicher ist. Das heißt, es gibt ja diese Bedenken, dass diese Quantencomputer die Blockchain ziemlich zerstören könnten. Der Tangle ist quantensicher. Zumindest habe ich mir das sagen lassen und habe ich in meiner Recherchearbeit herausgefunden. Ihr wisst, wie immer, solche Informationen sind mit Vorsicht zu genießen, außer ihr seid irgendwie Top-Informatiker und habt irgendwie die Möglichkeit, alles selber nachzuprüfen, ob das eins zu eins stimmt. Genauso mit den Transaktionen, das sage ich immer wieder. Leute, wenn die Leute mir das sagen, okay, der Coin und der Coin schafft die Skalierung, der Coin schafft die Transaktionen, wie könnt ihr das als Endnutzer nachprüfen? Ihr könnt in einem White Paper viel schreiben, ob das umgesetzt wird, ist immer die andere Frage. Hier bei IOTA bin ich mir halt ziemlich sicher, dass das alles zumindest so stimmt, wie es im White Paper steht. Die negativen Punkte sind eben die Punkte der Zentralisierung. Wenn bei IOTA diesen Coordinator, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, wenn ihr keine IOTA-Hodler seid, es gibt eben diesen Coordinator. Und dieser Coordinator macht IOTA an sich eigentlich ziemlich zentralisiert. Wobei man sich da auch ein wenig darüber streiten könnte, aber an sich macht es IOTA zentralisiert. Im Prinzip hilft dieser Coordinator zum Verifizieren der Transaktionen. Und wenn der Tangle eines Tages stark genug ist, dann wird laut den Devs dieser Coordinator auch entfernt. Und dieser Coordinator dient natürlich auch als Schutz gegen diese 34% Attacken. Die Frage ist jetzt, wie groß ist euer Vertrauen in die Devs? Wie sehr seid ihr interessiert an einer dezentralen Zukunft? Wie sehr seid ihr interessiert an dezentralen Projekten, diese zu unterstützen? Oder geht es euch nur ums Geld machen? Oder je nachdem, ihr wisst, was ich meine, seid ihr mehr an der Vision von Satoshi interessiert? Bla bla bla. Im Endeffekt ist es natürlich schon eine Red Flag, aber wenn man ein Vertrauen in Devs hat, ist diese Red Flag auch schnell beseitigt. Und das war das, was Julian eben angesprochen hat mit dieser Zentralisierung. Dieser Coordinator ist einfach noch zentral, aber wie gesagt, laut IOTA wird dieser Coordinator entfernt, wenn der Tangle stark genug ist. Und dann ist natürlich interessant, wenn dieser Coordinator abgestellt wird, dann ist IOTA wirklich 100% dezentral. Und das ist natürlich dann wirklich schon ja, eine Liga über den anderen Sachen, weil dann haben wir halt keine Miner, kein Proof of Stake, keine Fees, gar nichts. Das ist jetzt zu der Hauptkritikpunkt, glaube ich, auch von Julian mit dieser Red Flag, mit diesem Coordinator und natürlich auch das PR-Handling, also das PR-Management, was eben auch Marketing betrifft und so weiter. Da finde ich IOTA jetzt auch nicht so on point, wenn man bedenkt, dass IOTA irgendwie mit ihrer Marktkapitalisierung, glaube ich, zu den Top 10 Unternehmen gehören in diesem Tech-Bereich in Deutschland, wenn man das irgendwie vergleicht so mit anderen Marktkapitalisierungen. Ich weiß, Telefonica hat in diesem Bereich auch noch ziemlich viel Market Cap, aber an IOTA kommt, glaube ich, momentan auch nicht wirklich viel vorbei. Da muss man schon sagen, das Marketing wirkt jetzt nicht so professionell. Wir hatten diesen Microsoft-Kanal sozusagen und wir hatten auch diesen Auftritt in der Talkshow, wo ich eigentlich sehr kritisch war, weil der Auftritt einfach nicht so gut war, wie man IOTA eben präsentieren hätte können. Das ist irgendwie keine gute Idee, wenn man in eine Talkshow geht. Und als Blockchain-Botschafter als erstes raushaut, dass man irgendwie sein Geld mit Hacken verdient hat und irgendwie da irgendwie so, ja, ich bin Hacker, bla bla bla. Also mit diesem Auftritt hatte ich jetzt auch nicht wirklich so viel positive Aspekte zu verknüpfen. Da gehört definitiv mehr geschult, was Auftritt mit Medien betrifft, was auch das PR-Handling allgemein betrifft. Und das sind eben so meine allgemeinen Kritikpunkte an IOTA und auch meine Pro-Punkte. Ihr wisst, ich bin selber in IOTA investiert, bin jetzt aber nicht so der IOTA-Hyper wie andere Leute in der Community. Und das ist einfach nur mal meine Meinung dazu. Hatet nicht Leute, die einfach normale Kritik äußern. Julian hat doch nur gesagt, dass er ein Problem sieht an der Zentralität. Die Red Flags, die er angesprochen hat, sind definitiv vorhanden. Wir müssen an die Devs glauben, wir müssen die Devs vertrauen, dass sie wirklich diesen Koordinator entfernen. Ansonsten ist IOTA ziemlich zentral noch. IOTA hat natürlich enormes Potenzial. IOTA hat enorme Partner an der Seite. IOTA könnte wirklich riesig werden. Aber es ist jetzt nicht so, wie viele das hinstellen, dass IOTA irgendwie das nächste Microsoft ist und dass es daran nichts mehr zu rütteln gibt. Das ist für mich keinen Fall IOTA. IOTA ist für mich auch ein High-Risk-Investment, wie fast alle Kryptowährungen. Aber ich habe noch Kryptowährungen, die ich weniger Risiko zuschanze als IOTA, weil gerade sowas wie Bitcoin und so weiter akkumuliere ich momentan ziemlich viel. Also ich will unbedingt meinen Bitcoin-Stack um einiges vermehren, weil ich immer noch davon
ja, immer noch daran glaube, dass Bitcoin mit Sicherheit das safeste Investment ist, long term, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so die großen Swings bietet und jetzt nicht so die 100% Gains bietet innerhalb von einem Monat wie IOTA. Auf alle Fälle IOTA für mich High Risk. Ich habe euch meine Gründe genannt, warum ich überhaupt in IOTA gegangen bin. Ich habe euch fundamentale Sachen erklärt, die mir in IOTA gefallen, die mir nicht so gefallen. Und ich würde sagen, diese Hyperei und so weiter, das bringt uns alle nicht weiter. Dieses Bekriegen untereinander, welcher Coin jetzt besser ist, wer jetzt die besseren Partner hat und so weiter. Ich meine, freut euch einfach für die anderen Coins. Wenn jetzt zum Beispiel EOS pumpt, dann sage ich doch, wow, gratuliere, die EOS-Holder, ich habe gerade richtig viel Kohle gemacht. Und das gleiche sage ich bei IOTA und weder Kritik ist kein Hate. Also dieses Wort Hate wird irgendwie so inflationär oft verwendet. Im YouTube-Bereich ist es irgendwie alles Hate, wenn ich sage, ich finde das und das nicht gut, ist das Hate und ich frage mich, seit wann Kritik als Hass gewertet werden soll. Und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde dann sagen, dass wir uns spätestens morgen wiedersehen. Morgen ist Mittwoch, morgen wieder eine Bitcoin-Analyse. Bitcoin sieht ja momentan alles noch ziemlich ähnlich aus, auch wenn das Triangle jetzt momentan massiv nach unten strapaziert wird. Sollte da jetzt wirklich noch ein Ausbruch nach unten erfolgen, wenn ich Zeit habe, mache ich ein Video. Ich bin jetzt aber am Nachmittag auch unterwegs und ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technik-Crypto.